Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen beim Video 7.3 Längenmessen mit Vektoren. Mit Vektoren? Längenmessen könnt ihr doch sicherlich schon. Ihr könnt zum Beispiel die Länge messen des Abstandes vom Punkt A zum Punkt B. Herr Thein hat ja auch schon was probiert. Das ja, hier. Das ist nichts Besonderes. Wir schauen einfach, wie viel müssen wir nach rechts und wie viel nach oben, dann haben wir doch den Abstand. Wir sind hier 1, 2, 3 nach rechts und 2 nach oben gegangen. Ja. Ja, also das stimmt ja wohl nicht. Der Abstand, damit ist immer der kürzeste Abstand gemeint. Oh, ja, stimmt, ich erinnere mich. Eieieiei. Könnt ihr, Herr Thein, vielleicht helfen? Wisst ihr, wie man hier den kürzesten Abstand von A nach B berechnen kann? Wenn ja, dann macht das nochmal. Die Lösung sind 3, 2, 1. So, ich hoffe, ihr hattet denselben richtigen Gedanken im Satz für Tag was, denn wir haben, ich habe es hier schon eingezeichnet, ein rechtwinkliges Dreieck. Und im rechtwinkligen Dreieck gilt der Satz für Tag was, der heißt... Das Quadrat der Hypotenuse ist genauso groß wie die Summe der Quadrate der beiden Katheten. Das heißt, diese Länge im Quadrat ist genauso lang wie diese Länge, die ist ja 4 minus 1 ist 3, also wie 3 im Quadrat, plus 4 minus 2 ist 2, plus 2 ins Quadrat. Wie kommen Sie denn auf das 4 minus 1 ist 3? Na, hier sind ja die Koordinaten 4 und hier 1, und dann ist die Länge einfach 4 minus, also diese ganze Länge, minus diese kleine Länge. Okay, ja, das leuchtet rein, ja. Da oben genauso. Also machen wir es, dass die Strecke AB, weil hier Quadrat steht beim Satz mit Haras, habe ich die Wurzel schon gezogen. Sieht man hier, ist die Wurzel von 4 minus 1 im Quadrat plus 4 minus 2 im Quadrat. Nochmal ausführlich geschrieben. 4 minus 1 ist 3, 3 im Quadrat ist 9, plus 2 im Quadrat ist 4, 9 plus 4 ist 13, also ist Wurzel 13. Wissen also, die Strecke ist Wurzel 13. Wie viel ist es ungefähr zwischen welchen Zahlen? Ja, es muss irgendwas sein zwischen 3 und 4. Richtig. Das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich reden wir zurzeit ja von Vektoren. Es ging ja auch um Längenmessen mit Vektoren. Was wir jetzt bisher gemacht haben, das hätten wir auch früher schon gekonnt, bevor wir die Vektoren kannten. Na, wir können uns ja auch mit dem Vektor AB beschäftigen. Was ist das hier oben? Gut, so wie Sie es hier schreiben, deuten wir den Vektor als Pfeil zwischen zwei Punkten, und zwar als den Pfeil zwischen dem Punkt A und dem Punkt B, also was wir eh schon in schwarz haben. Wir müssen nur die Pfeilspitze sozusagen noch ergänzen. Gut, ich rechne den mal einfach aus. Das kriegen wir mal hin. Okay, B hat die Koordinaten 4, 4. Minus die Koordinaten von A, also minus 1, 2. Also minus 1, minus 2. Mache ich alles richtig? Ja, absolut. Okay, gut, dann habe ich berechnet, ich könnte ihn auch weiter berechnen, der ist 3, 2. Will ich jetzt einfach gar nicht, denn, das ist jetzt neu, das wurde auch so definiert, müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass es so definiert ist. Man kann auch den Betrag eines Vektors betrachten. Ich mache hier mal Betragsstriche. Und keine Sorge, der Betrag ist jetzt nichts groß Neues, sondern als Betrag eines Vektors ist definiert die Länge des zugehörigen Pfeils. Also die Länge des Pfeils, der hier von A nach B geht. Und wie man das ausrechnet, ist genau äquivalent wie hier auch. Das ist einfach die Wurzel von 4 minus 1 im Quadrat. Richtig. Plus 4 minus 2 im Quadrat. Das ist einfach so definiert. Das, was wir oben als Länge des Pfeils berechnet haben, definieren wir ab jetzt als den sogenannten Betrag des Vektors. Beim 4 minus 2 fehlt noch das Quadrat. Ah, danke schön. Genau, und dann ist das Wurzel 13. Das heißt, ihr wisst jetzt, die Länge eines Pfeils könnt ihr immer berechnen, indem ihr den zugehörigen Vektor berechnet und davon den Betrag nehmt. Das gilt im zweidimensionalen genauso wie im dreidimensionalen. Das zeigen wir jetzt mal. So, hier seht ihr ein Beispiel im dreidimensionalen. Wir haben einen Vektor A, der als Pfeil gedeutet ist, vom Ursprung zu A, und wir wollen dessen Betrag wissen. Wir machen uns jetzt erstmal gar keine so großen Gedanken, sondern wir gehen mal genauso vor wie da drüben. Wir machen den Betrag von A, das entspricht OA, gedeutet als Pfeil zwischen dem Punkt, der im Ursprung ist, und A, mit den Betragsstrichen, genau wie hier drüben. Hier steht jetzt nichts, was abgezogen wird, denn wir müssten ja 0, 0 und 0 abziehen, das macht keinen Sinn. Wir machen wieder die Wurzel von der Summe der Quadrate der einzelnen Zeilen hier und bekommen Wurzel 29. Und dieser Betrag des Vektors A entspricht der Länge des Pfeils vom Ursprung zu A. So, jetzt können wir natürlich sagen, okay, das ist genauso gemacht worden wie da drüben. Dort war es erklärt über den Pythagoras, hier ist es überhaupt nicht erklärt, können wir aber trotzdem kurz machen. Und zwar, ihr seht, wir haben hier schon eine zweite Linie eingezeichnet. Und wenn wir uns mal vorstellen, dass es hier ja einen rechten Winkel gibt, dann bekommen wir die Länge dieser Linie
indem wir die Kathete quadrieren, das Ganze addieren und die Wurzel bilden. Dann haben wir das hier. Die Länge dieser Seite können wir direkt ablesen. Die Länge dieser Seite haben wir berechnet. Hier ist auch ein rechter Winkel dazwischen. Und dann können wir wieder Satz des Pythagoras machen und kämen dann genauso wie hier auch schrittweise auf die Länge der Strecke OA. Und wir würden sehen, es kommt das Gleiche raus. Wer das machen möchte, kann es gerne machen. Ihr werdet sehen, es entspricht dem, was wir direkt hier mit unserer neuen Definition gemacht haben. Gut, dann schreiben wir das allgemein mal als Regel auf. So, der Betrag eines Vektors ist eine Definition und definiert, deswegen schreiben wir auch auf, Definition. Der Betrag eines Vektors A ist geometrisch betrachtet die Länge des zugehörigen Pfeils. Das heißt, für einen Vektor A mit den Einträgen A1, A2 und A3 gilt, der Betrag des Vektors A ist die Wurzel aus A1 im Quadrat plus A2 im Quadrat plus A3 im Quadrat. Okay, soweit so gut. Das hatten wir alles in der Einleitung. Jetzt was Neues. Ein Vektor mit dem Betrag 1 hat einen besonderen Namen, der heißt Einheitsvektor. Das streichen wir orange. Man nennt A0 den Einheitsvektor zu A und das gilt, A0 ist 1 durch den Betrag des Vektors A mal des Vektors A. Gut, man kann sich jetzt fragen, warum gilt das? Schauen wir uns mal an einem Beispiel an. Das wirkt jetzt gerade noch etwas verwirrend. Schauen wir es uns an. Also wir haben den kleinen Vektor A mit 3, 2, 6. Wie berechnen wir den Betrag? Ganz einfach, wir nehmen wieder die drei einzelnen Einträge, quadrieren die, bilden die Summe, machen die Wurzel davon, dann kommt 7 raus. Wir wissen also, der Vektor A, das sei dieses lange schwarze hier, der zugehörige Pfeil zum Vektor A, hier haben wir ihn als Pfeil dargestellt, hat die Länge 7. Richtig, jetzt wollen wir aber im Endeffekt einen zugehörigen Pfeil mit der Länge 1. Das heißt, unser A0 ist auch hier gedeutet, Pfeil der Länge 1. Das heißt, wenn wir den 7 mal gehen würden, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hätten wir wieder den Pfeil zum zugehörigen Vektor A. Und genau das ist im Endeffekt der Einheitsvektor. So können wir ihn auch schreiben. A0, der Vektor ist 1/7 mal den Vektor A. Und wenn wir den 7 mal gehen würden, wäre 7 mal 1/7, der Vorfaktor würde wegfallen und wir wären wieder genau bei A. Und wenn wir jetzt 3 mal A0 gehen würden, würden wir dann würden wir hier landen sozusagen. Wir gehen 3/7 der Gesamtlänge von A. Und das Schöne ist, wir wissen halt, dieser Pfeil hat dann die Länge 3. Und 4 mal A0 hat dann die Länge 4 und so weiter. Werden wir in Zukunft durchaus noch brauchen. So, kommen wir zur Aufgabe 1. Da brauchen wir den Einheitsvektor auch direkt. Gib eine Gleichung der Geraden durch die Punkte A und B so an, dass der Richtungsvektor ein Einheitsvektor ist. Erstens. Und als zweitens, bestimme die Koordinaten aller Punkte auf G, die von A den Abstand L haben. Okay, probiert als erstes mal die Parameterdarstellung von dieser Geraden durch A und B aufzustellen. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie es geht, schaut in euren Aufschrieben nach vom letzten Mal oder schaut euch das letzte Video 7.2 nochmal an. Da erfahrt ihr, wie man eine Parameterdarstellung einer Geraden aufstellt. Und wir vergleichen die Lösung mal in 3, 2, 1. So, wir bestimmen also erstmal den Richtungsvektor AB. Der ist 4 minus 2, 3 minus 1, 3 minus 2, also 2, 2, 1. Den Punkt A nehmen wir als Schutzvektor, so können wir es sagen. Genau. Das heißt, unsere Gerade ist ein großes x, ist gleich 2, 1, 2 plus t mal 2, 2, 1. Übrigens, weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, bei dem t, weil man es gleich mit dem Plus verwechseln kann, macht auch ihr bitte so einen Haken hin. Gut, aber jetzt müssen wir mal aufpassen. Das ist zwar eine Parameterdarstellung durch die beiden Punkte, aber es hieß, der Richtungsvektor soll ein Einheitsvektor sein. Ja gut, es könnte sein. Schauen wir mal nach, ob AB wirklich die Länge 1 hat. Stimmt, es könnte ja zufällig sein. Wir prüfen es mal. Ich rechne es hier mal aus. Der Betrag des Vektors AB ist ja, ihr wisst ja einfach, die Wurzel von den Einträgen im Quadrat. Also 2 im Quadrat plus nochmal 2 im Quadrat plus 1 im Quadrat. Oh, ganz schwierig. 4 plus 4 plus 1. 9. Oh, Wurzel 9. Ganz fieses. Aber Achtung. Achtung. 3. Wahnsinn, wie die das immer machen. Tja. 3 ist ein Genie hier. Okay, shit. Hat nicht die Länge 1. Das ist aber doof. Hat die Länge 3. Was machen wir also? Na gut, jetzt müssen wir uns daran erinnern, was wir gerade eben gesagt haben, als wir die Regel aufgeschrieben haben. Wir können aus jedem beliebigen Vektor einen Vektor, der den Betrag 1 hat, machen, indem wir durch den Betrag des Vektors teilen. Also wir machen hier einfach, ich habe natürlich schon eine Lücke gelassen,
Weiße Voraussicht, ja. Plus ein Drittel mal t mal den Vektor 2, 2, 1. Wir stellen uns jetzt mal vor, in der normalen Parameterdarstellung, bevor Herr Fähnig das Rote reingeschrieben hat, sind wir, geometrisch gedeutet, an dem Punkt, der zu dem Stützvektor gehört, gestartet, also dem Punkt, der zum Vektor 2, 1, 2 gehört, und haben dort einen Pfeil rangehängt der Länge 3. Jetzt hängen wir immer noch einen Pfeil ran, in derselben Richtung, aber wir gehen nur ein Drittel der Länge dieses Pfeils, also die Länge 1, und genau das war verlangt. Genau, das heißt, wenn das der Pfeil ist von A nach B, hier ist A, hier ist B, dann ist das jetzt hier ein Drittel mal 2, 2, 1, nur ein Drittel ungefähr hier. Genau, wir gehen nur noch so weit unser Richtungsvektor und haben einen Richtungsvektor, dessen Betrag 1 ist. So, jetzt noch zum zweiten Teil der Aufgabe. Ihr sollt die Koordinaten aller Punkte auf G bestimmen, die von A den Abstand 11 haben. Wir müssen also vom Vektor 2, 1, 2, der ja unser Stützvektor ist, wenn wir den als Punkt deuten, so weit gehen, dass wir von A den Abstand 11 haben. Überlegt mal, was für Koordinaten von Punkten ihr nennen könnt und dann schauen wir es uns an. In 3, 2, 1. So, ich suche also einen Punkt P, der von A den Abstand 1 hat und auf G liegt. Naja, was mache ich? Ich gehe den Pfeil, den ich hier schon habe, das ist ja ein Pfeil der Länge 1, den Richtungsvektor, gehe ich einfach 11 mal. 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, ich setze für T oben einfach 11 ein. Richtig. Das heißt, ich habe hier 2 und 2 plus 1 Drittel mal 11 mal 2, 2, 1. Puh, das ist ganz schön komplizierte Rechenaufgabe. Also könnt ihr nachempfinden, wenn ihr wollt. Gibt also P ist 28 Drittel. 25 Drittel, 17 Drittel. Und damit bin ich also fertig. Hab den Punkt gefunden. Moment, Moment. Es ist, bestimme die Koordinaten aller Punkte auf G, die von A den Abstand 11 haben. Klar ist, es ist klar, dass irgendwo hier oben 11 mal dieser Pfeil entfernt ein Punkt liegt. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der von A auf dieser Geraden den Abstand hat. Und zwar in die andere Richtung, ich weiß. Genau. Ich weiß. Gut, dann nennen wir das eine halt P2 und der in der anderen Richtung, P1 und den in der anderen Richtung nennen wir halt P2. Versucht ihr jetzt mal kurz selber, ob ihr P2 findet. Wir zeigen euch P2 in 3, 2, 1. So, bei P2 müssen wir also dasselbe machen wie hier oben, nur statt 11 setzen wir minus 11 ein, weil wir 11 mal den Pfeil in die andere Richtung nehmen. Also jeder kann es nachvollziehen im Rechnen. Es kommt dann raus, P2 ist minus 16 Drittel. Minus 19 Drittel und minus 5 Drittel. Also haben wir die zwei Punkte auf G, die von A den Abstand 11 haben. Gut, kommen wir zur Aufgabe 2. Wissen Sie, was mir langsam mehr auffällt? Es ist jetzt schon das 33. Mal, dass wir hier in diesem muffigen Arbeitszimmer hier bei Ihnen sitzen. Bitteschön. Ja, es ist schon ganz schön dunkel hier drin. Also ich finde mal langsam, also wirklich, wir brauchen mal ein bisschen Ortswechsel. Ich übernehme es mal. Ah, so ist es ja schon viel besser, oder? Felix, wo sind wir gerade? Irgendwo im Schnee. Ach, schön hier. Ah, um aber genau zu sein, im Skigebiet Feldberg. Und zwar an der Talstation von der Rothausbahn. Oh, Rothaus. Super. Nein, nein, nicht das, was Sie denken. Es ist ein Skilift, den sieht man auch im Hintergrund. Und mit dem liften wir jetzt mal eine Runde hoch, würde ich sagen, zur Abwechslung. Und da wir Mathematiker sind, notieren wir uns aber erstmal die Koordinaten der Talstation. Ja, sonst verirren wir uns. Ja. Guck mal, das sind sie ja gerade. Zufälligerweise die Koordinaten der Talstation. Talstation. Und da würde ich sagen, auf geht's liften. Ja, hoch geht's. Mann, ist das entspannt hier auf der Sesselbahn, hä? Ja, richtig chillig. Und wie schnell dieser Sessel fährt. Ja, und die ganze Zeit geradeaus. Das ist echt der Hammer. Schnurgerade, wie eine Gerade, könnte man ja sagen. Da könnte man ja eigentlich eine Matheaufgabe draus machen, oder? Könnte man. Die Koordinaten der Talstation. Wahnsinn. Haben Sie die Zeit gestoppt? Ich habe natürlich die Zeit gestoppt. Okay, lassen Sie mal überlegen, weil ich meine, das ist ja viel spannender als Skifahren. Ja, also was haben wir gegeben? Wir haben gegeben die Startkoordinaten und die Freaks, ey. So nervig, dann will man einmal Ferien haben, dann kommt so blöde Mathelehrer, die an nichts anderes Komm denken. Komm her, Schatz, wir haben mit denen nichts zu tun. So, kommen wir nochmal zurück zu unserer Aufgabe. Wie schnell war dieser Lift? Okay, wir sind jetzt oben am Gipfel. Wir haben die Koordinaten der Talstation. Haben wir. Wir wissen, wie lange wir gefahren sind. Sie haben gestoppt, oder? Habe ich gestoppt. Perfekt. Check. Jetzt brauchen wir noch die Koordinaten der Werkstation. Die müssten hier auch irgendwo versteckt sein. Ja, irgendwo müssen die sein.
wunderbar. Ja, also dann dürfen wir doch alle Informationen zusammen haben. Ja, richtig. Die drei haben wir. Dann gehen wir zurück ins Studio, lösen es da. Ich würde sagen, machen wir noch ein paar Schwünge. Und dann geht's an die Aufgabe. Mann, 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 war das eine tolle Abfahrt. Oh, direkt wieder in meinem muffigen Arbeitszimmer. Ja, ja, ja. Hat sich nichts geändert. Ah, doch, eine Aufgabe auf dem Schirm. Die Ach, in unseren Angaben. Ach, schon ist sie da. Magic. Die Talstation der Rothausbahn liegt im Punkt T0-1300-200. Die Bergstation im Punkt B700-500-241. Die Fahrtzeit beträgt 5 Minuten. Bestimme die Geschwindigkeit der Bahn. Alle Angaben oben aus diesen beiden Koordinaten sind in Metern. Okay, die Geschwindigkeit der Bahn. Ich erinnere mich, da ich im Video gesagt habe, dass die Bahn sich gleichmäßig bewegt, also mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Wissen Sie, was man da für eine Formel nimmt? Sie als alter Physiker. Ja, dann nehmen wir doch einfach V ist gleich S durch T. Kleines und großes V. Kleines V für die Geschwindigkeit. V ist gleich S durch T. Die Zeit T haben wir. Die Strecke S, die können wir berechnen, denn den Abstand von zwei Punkten, das haben wir in dem Video schon gemacht. Probiert es mal selber, dann schauen wir es uns an. In 3, 2, 1. So, dann berechnen wir doch einfach mal die Strecke. Die Strecke ist nichts anderes als die Länge des Pfeils vom Punkt T zum Punkt B, also von der Talstation zur Bergstation. Können Sie umgekehrt machen. Also der Betrag des Vektors TB. Richtig. Ich rechne ihn hier aus, rechne hier weiter, weiter und komme ungefähr auf 1150,86. Das heißt, kann ich hier einsetzen. Das heißt, meine Geschwindigkeit ist ungefähr 1150,86 Meter durch 300 Sekunden, also ungefähr 3,84 Meter pro Sekunde, also ungefähr 13,81 Kilometer pro Stunde. War das schnell für Sie? Naja, hat so gewirkt, aber irgendwie gar nicht so schnell. Geht auch fetziger. Ja. Was mir jetzt ein bisschen komisch vorkommt, und zwar schauen wir uns mal die Originalstreckenlänge der Bahn an, laut liftworld.info. Tatsächlich gibt es so eine Homepage, wer auch immer sich um sowas kümmert. Und dort wird angegeben, dass die Rothausbahn, das sind alle Angaben dazu, eine Streckenlänge von 1450 Metern hat. Laut unserer Rechnung sind es aber nur 1150 Meter. Wo sind uns denn jetzt bitte 300 Meter verloren gegangen? Ja, das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Wir legen uns mal die zwei Punkte hier und wir legen uns mal dazwischen so einen Pfeil. So. Und die Bergstadt, der Lift geht ja nicht genau so, sondern dieses Seil hängt ein bisschen durch. Sagen wir mal so, ist ein bisschen übertrieben dargestellt. Und wir sehen ganz klar, diese Länge ist natürlich länger als das hier. Also das ist ein bisschen länger, ist 100 Meter länger als das, was wir gerechnet haben. Nee, 300 Meter länger ist eigentlich durchaus realistisch. So, außerdem haben wir euch hier auf einer Ausschnittskarte des Skigebiets, dort liegt leider weniger Schnee als gerade eben noch, komisch, komisch, haben wir euch mal die Koordinaten eingezeichnet, und zwar die Talstation wäre hier im Punkt T, die Bergstation im Punkt B. Die Koordinaten hier oben beziehen sich natürlich auch auf einen Ursprung, der wäre hier zusammen mit einem Koordinatensystem x1 und x2. Die x3-Achse ist nicht drauf, die würde eigentlich senkrecht aus dem Bildschirm rauskommen, die müssen wir uns jetzt denken. Ja, aber so kann man sich das ungefähr im Verhältnis zueinander vorstellen. Ja, aber ich sehe da irgendwas. Was ist denn da genau im Ursprung? Tja, den Ursprung habe ich extra so gelegt, dass da ein Restaurant so mal etwas Leckeres zu essen kriegt. Stimmt, ein Restaurant, Mann, Mann. Also ich hätte jetzt Hunger. Ich auch. Dann würde ich mal sagen, ihr macht den Aufschub hier fertig, wir gehen essen, bis zur nächsten Stunde. Ciao. Ciao. Superwurstsalat. Super Sonne. Super Ursprung. Super geil.